Willkommen zurück zu Minecraft zusammen mit David. Ja, wo bist du, David? Ich bin hier hinten. Guck mal, ich bin hier gerade hingeschwommen. Ich bin ja, genau natürlich. Da aufgekommen, wo du aufgekommen Junge, bist. Junge, wie schnell bist du denn? So, David hat uns letzte Folge runtergeschlagen. Juhu! Deswegen. Uns? Bist du jetzt Gollum oder was? Ja, Zuschauer und mich. Oh. Meine Zuschauer. Alter, wie sieht denn ein Nethermite aus, Alter? Können wir ein Wasserwettrennen machen? Ah. Ich mach mal wahrscheinlich die zweite der Brücke fertig und dann will ich hier oben die Fläche machen, dann will ich da oben erst spawnen. Julian, das ist nicht alt neu, das ist richtig neu neu. Echt? Generiert, glaube ich. Haben wir da noch nicht? Doch, da war der Granit. Nein, da war. Doch, da waren wir. Aber das ist richtig geil hier irgendwie. So eine Insel, die richtig abgehackt ist, aber trotzdem richtig geil. Geil. Oh ja. Und geil, Pilzkühe. Aber die Treppe kann doch cool aussehen, oder? Wenn dieses Weiße da noch... Ich hab ein Pilzbiom wieder gefunden. Jetzt habe ich schon zwei Pilzbiome gefunden. Hast du niemals Pilzbiom gefunden? Ich hab doch schon eins gefunden. Ja, nee, du hast nicht noch eins gefunden. Doch. Ja, dann hol dir jetzt Kühe. Nee, ich hab nicht mal Weizen dabei. Wenn ich jetzt Weizen dabei hätte, würdest du es holen? Hier ist voll die PvP-Arena zum Üben, weil hier so viele Zombies sind. Alter! What the fuck? Hier sind so scheiß viele Pferde. Ich komm, Tim. Ich hab das jetzt. Wie viele Creeper hier sind einfach. Du merkst aber Frühwaschspinne. Wo? Neben der PvP-Arena. Junge, sind das viele Pferde. Ich will einen Schwarzeichenwald finden. Ja, ist so. Schwarz. Das ist ein Biom, in dem ich glaube ich noch nicht war. Warum eigentlich hättest du da, als wir auf dem Mesa-Biom-Suche sein, hätten wir mindestens eins finden müssen, ne? Ich glaube, wir hatten sogar schon eins. Und dann bist du einfach durchgeritten. Alter, was ist das denn für eine geile Schlucht, ey? Das ist so eine richtige Muschi. Okay. Vielleicht, ich laufe jetzt hier. Ich glaub, die Arena sieht richtig geil aus. Guck mal, die Tribüne. Weißt du was, ganz spontan gucke ich, ob ich ein Schwarzeichen halte. Ja, läuft, ne? Bin ich zwar eh nicht, aber trotzdem. Ey, übelst chillig. Sanität. Du musst aber noch so eine Loge bauen irgendwo für mich. Ja, mach ich auf der anderen Seite kommt das. Okay. Da sind so billigere Plätze und da kommt dann so die... Da kommt der Lehrer hin. Hier muss ich noch so Kassen und so bauen irgendwie. Ich hab da gerade so richtig Bock drauf. Die Bockwurst bockt. Lalalala. Vielleicht finde ich ja einen Schwarzeichenwald, finde ich eh nicht, aber trotzdem. Alter, sind hier viele Rosen. Die nehme ich mit. Das heißt, rot, rot, rot sind die Rosen. Die Rosen. Was ist das denn? Das ist Musik. Das ist. Was ist da? Da war ich ein Screenshot von. Hey, Screenshot von. Scheiße. Julian, du hörst dich viel, viel schlimmer an. Ja, aber das ist mein Gottverlust. Was ist das? Sind das Hasen oder was? Ja, bring Hasen. Was? Hasen, ja! Keine Ahnung, das sieht so verbuggt aus. Wenn die laufen, sieht das so aus, als würden die kacken, ne? Ist wirklich so. Weil die wirbeln halt so Staub auf. So, ich begebe mich jetzt über den Unterwasserweg nach Papierien. Nach Buxtehude. Seht ihr das? Ja. Gup. Fällt aber richtig viele Bäume, David. Setzlinge, man braucht immer viel. So, das ist das. Achso, du hast gerade Screenshot geschickt. Ja, was ist das? Ach, deswegen kam dieses Geräusch, ich dachte schon. Ja, dachte ich hätte ein Problem. Die Datentür, oh, abgebrochen. Kannst du irgendwie nochmal schicken? Okay. Sie sind draufgedrückt. Der ist wurde automatisch verschickt, ich hab gar nichts gemacht. Machst du? Ach, muss ich nochmal machen? Ja. Wenn du dumm bist. Hä? Nein, ich hab drauf gedrückt, anstatt abgebrochen, aber hab ich gar nicht angenommen. Lennart, warum
gibst du mir eigentlich so Bögen? Ach so, den habe ich vom Stat gekriegt. Cool. Warte. Fast kaputten Haltbarkeit 1 Bogen. Da unten ist eine Workbench auf dem Wasserboden, So, zufrieden. Oh, scheiße, ich brenne. Ups. Auf dem Grund des Meeres, Julian. Ja, Ah, was? Das war ein Zombie im Zuckerrohr? Was ist das denn? Voll unter, geil. Unter Wasser ist ein Zombie. Was ist das, Julian? Ich hab's noch nicht. Es wird schick. 11 Sekunden, 6 Sekunden, 4 Sekunden, 2. Was ist das denn? Ist das ein Hund? Warte, ich auch. Keine Ahnung. Den hast du schon gesehen? Nee, ich speichere gerade. Pudel! Und es ist so ein Langhaarhund. Was ist das denn? What the fuck? Was ist das? Ich finde immer die genialsten Viecher. Hä, hey, was soll das sein? Sieht eine Mischung aus wie Hund und Kuh oder keine Ahnung, Schaf. 12 Minuten, 9 Minuten, 8 Minuten. Wollen wir auch am Anfang auch. Bei mir kam das direkt. Boah, ich hab da jetzt an den Tribünen. Ey Leute, ich hab an den Tribünen so oben noch so Feuer gesetzt. Das sieht jetzt mega geil aus. Das brennt ja so ab. Wie so ein Dominer Keller. Sexkeller. Hä, was ist das? Was? Was ist das? Was findest du eigentlich immer? Kannst du das töten? Ich bin schon weitergerannt. Sieht aus wie ein Wookie von Tuttle irgendwie. Ja. Ist das? Alter, was ist das für ein geiles Tal? Julian, warum schießt du da? Alter, das sieht aus wie das von Varro 2. Das Nein, das brennende Pfeile. Ich hab echt nicht geschossen. Ich bin doch nicht mal bei dir. Alter, du musst hier sein. Das ist richtig awesome. Und wie sieht das aus? Boah, wie kacke sieht das denn aus? Alter, hier wäre richtig geil, wenn wir hier gespawnt wären. Wäre super. Ja, es wäre echt so. Vielleicht haben wir den gleichen Seed wie hier bei Varro. Ja, bestimmt. Weil es ja für die 1-4 ist und das andere für die 1. Entschuldigung. Ach. War schon immer extra, ne? Seit wann haben wir den. Also seit wann spielen wir seit welcher Version? 1-4-6. Ey, wäre ich runtergefallen, ne? Ich hätte. Also wäre ich nicht ins Wasser gefallen, wäre ich tot, ne? So, echt? Wie viel Herz hast du? Ja. Ich hatte 3 oder so. Ja. War also geplant, das Wasser. David, ich bin in einem deiner Maulwurfgänge gelandet. Yay. Oh. Einen großen gemacht. Water. Hätte jetzt den Timber-Mod, würde ich hier mit einer Dia-Axt rumlaufen und der ganze Wald wäre weg. Ey, Tim. Die Arena, ne? Wird das so in der Art wie ein Kolosseum, so, weißt du, mit so Toren, die aufgehen und so weiter? Mhm. Junge, da machst du mit einer Redstone-Schaltung. Mach ich aber. Und wenn du zu dumm bist. Und du kannst ja die Schaltung. Nee, ich hab das jetzt verstanden. Du hast ja, was für eine Schaltung hast du nochmal für den Markt vorgesehen, die du extra ausgebaut hast? Was sollte da eigentlich für eine Schaltung sein? Hm? Du hast ja dieses Marktding gebaut. Was sollte da für eine Schaltung sein? Also, du hast ja so ein So ein Tages-Nacht-Ding. Das ja, ja, das ist ja so. Das kannst du ja auch theoretisch für die Arena verwenden. Ja. Boah, die Tribüne sieht richtig geil aus. Ich feiere mich gerade voll selbst. Irgendwie voll eingebildet. Der beste Tim. Ich weiß nicht, wie lange nehmen wir noch auf, sonst könnte ich nämlich die andere Tribüne bauen. I don't know. Bis wir sterben. Minecraft oder? Nee. Ja, ich sterbe. Ich frage mich, ob es bis Weihnachten nicht aushalten. Alter, ich freue mich so auf Weihnachten dieses Jahr. Weiß gar nicht, wie lange man braucht. So unnormal, ne? Obwohl man weiß, was man kriegt. Ja. Das ist so krass. Ich krieg eigentlich nur Geld für ein Longboard. Ich krieg ein PC. Das muss mal Daniel sagen. Ich krieg einen Laptop. Also. Und eine Rocket Maus dazu halt. Yeah. Rocket Maus. Rocket. Rocket. R-O-C-C-A-T.
Okay. Irgendwie dieses Programm, ne? Mit dem wir Informatik arbeiten, das ist Lokat, ne? Das ist. Ich meine, das kostet 30 Euro, ne? Deswegen sollten wir das nicht holen. Unseres ist kostenlos und es ist so Eier. Junge, unseres ist so scheiße. Es kostet 30 Euro. Und wenn man da. Junge, du öffnest den Taskmanager zum Beispiel, ne? Oder du öffnest irgendein Programm. Das ist über dem Fenster von der Scheiße, weißt du? Und da ist die Schaltung kaputt, weil das in der Schaltung da das Fenster angezeigt wird. Schießt du? Wenn das Fenster verschießt, ist da immer noch das andere Fenster. Warum wird es von Schwerbehinderten programmiert, oder? Ja, anscheinend! Ganz im Ernst, das ist so scheiße. Wir hatten die Schaltung gut fertig, weißt du? Wollte gerade abspeichern, spiel das Programm ab. Ja, geil! So ein Scheißprogramm. Haben die nicht gesagt, dass ihr da Computerspiele machen könnt oder so? Als Bewerb, als Zeichen, wie cool da, also als. Ja, könnten wir machen, klar. Aber doch nicht bei dem Typen. Ah, geil. Und nicht bei dem Lehrer. Weil die haben die, als bei diesem Informationstag da, wo die das ja gezeigt haben, gesagt haben, ja, da wird das boah, bzäh. Vor allem. Da macht ihr so einen Scheiß. Junge, wir haben uns ein halbes Jahr mit Ampeln beschäftigt. Wir haben nur scheiß Ampeln programmiert. Julia. Ein halbes Jahr. Julian. Ja. Willst du mir die Erde hier wegzutragen? Ich habe auch voll viele Eisenschaufeln. Weißt du was? Ein halbes Jahr habt ihr das gemacht, Junge. Ja. In der Zeit. Wir haben ja Chemie, ne? Haben wir Luft, Art, also Luft, Körper, der Haut, Blutkreislauf, Nährstoffkreislauf, also Versorgung, glaube ich, Nährstoffe. Der Typ ist so eine Pfeife, ne? Und dann macht ihr das! Ja! Ernsthaft. Und selbst der ist lahm. Oh, scheiße. Was? Du hast aber recht, der ist echt schlecht. In den 9 hat mein Bruder Computerspiele gemacht. Ja, geil, ne? Haben die programmiert so Jump'n'Run-Games und so. Das haben wir sogar ja in unserem Roboter-AG gemacht. Kleine, weißt du? Das war voll cool, ne? Ja, mit und Scratch, das haben wir in einem halben Jahr geschafft, weißt du? Und der macht uns Ampeln. Jo, Ampeln. So, jetzt hab ich mir jetzt mal weg. Ich würde gerne wissen, welche Koordinaten ich danke. Jo. Ey, so weit bin ich gar nicht für zu Hause. Ey, Tim. Mit den Grafikerständen, die ich gerade habe, kann ich meine Treppe sehen. Ich sehe durch den Dschungel die Treppe. Okay. Ja, ich sehe irgendwie nur 30 Blöcke lang oder so weit. Junge, lang. Da wo ich sehe von Tims Arena aus drehe ich die Treppe. Junge, der Weg ist ja voll lang und umständlich. Man kann ja voll weit. Also man kann ja voll einfach da durchgehen. Ja, geil. Ich habe echt keine Hobbys, dass ich immer noch suche. David, kannst du mir nicht helfen? Ja, ich komme jetzt zu. Nach dem Dienst. Ja. Alter. Ich hasse das. Obwohl eine. Ich wollte noch was sagen, aber dann mach ich mir. So. Vor allen Dingen, wenn er so Unterricht macht, aber trotzdem alle schlecht sind, wie geht das? Ja, vielleicht liegt an Herrn Schülern. Mal daran gedacht. Bei meinem Bruder war das so, dass der bei dem 3 Noten schlechter war, als er jetzt ist. Der stand bei dem 4 und jetzt der 1 Plus in Info. Ja, beim anderen Lehrer. Ist doch klar. Aber ihr habt doch so scheiß viele Aufgaben bei euren Arbeiten. Ja, natürlich. Wir haben 3 Aufgaben, wo höchstens eine Unteraufgabe hat, also so 2 Aufgaben. Aber der Typ hat keine Ahnung, der macht das nicht so, der macht sich null Gedanken bei seinen Arbeiten. Der macht es nicht so, dass der halt kreative Aufgaben uns gibt, damit er sieht, ob wir den Stoff verstanden haben. Weißt du, was der macht? Der macht das so, dass wir einfach nur auswendig lernen müssen. Der macht einfach genau das. Oh, genau, solche Lehrer hasse ich, ne? Die machen genau die gleichen Aufgaben, die wir im Unterricht gemacht haben. Weißt du, wir brauchen so 2 Wochen für die Schaltung, müssen wir mal ganz kurz dahin kritzeln, weißt du? Ey, wir haben ja so Technik, also so Arbeitslehre bei der Gesamtschule, ne? Ich bin der Einzige, der... Einzige. Also, Einzige. Gibt der, kein Superlativ von Einzige. Der, an einem Tag, also wir haben 2 Stunden, einmal die Woche,
an diesen 2 Stunden in dem, also in der ersten Stunde beide Schaltungen fertig hatte. Also wir machen da so richtige Schaltungen mit Strom und so. So eine Ampel bauen, die war so komplex. Ich finde. Auf jeden Fall war es erstmal von dieser Folge Let's Play Minecraft damit David und Tim. Wenn sie gefallen hat, lass eine Bewertung da. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.